keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen kleinen Video und heute wollen wir einfach mal ein bisschen über das Twinken in Legion sprechen und da möchte ich euch, naja, auf der einen Seite so ein bisschen meine aktuellen Erfahrungen näher bringen und auf der anderen Seite natürlich mit euch darüber diskutieren, ob das Twinken in der aktuellen Erweiterung deutlich erschwerlicher ist als in den Erweiterungen zuvor. In einer der letzten Ask-Folgen, ich glaube es war vor 2 oder 3 Wochen, hatte ich ja mal erwähnt, dass ich mit der nächsten Erweiterung wahrscheinlich wieder rerollen werde auf einen anderen Charakter, nämlich auf meinen Paladin. Und dieser war bereits zu Mists of Pandaria, mein Main-Char. Dort habe ich komplett eigentlich die Erweiterung von A bis Z, also von Anfang bis Ende, durchgeheilt. Und mir fehlt das Heilen sehr, möchte ich meinen. Denn Warlords of Draenor und Legion sind die ersten Erweiterungen, in denen ich eine Klasse gespielt habe, die nur Damage-Dealer ist. Also keine Hybrid-Klasse, die keine andere Rolle erfüllen kann. Eben in WoD mit dem Jäger und aktuell mit dem Magier. Und mir fehlt es einfach, an andere Rollen zu schlüpfen, insbesondere das Heilen, weil ich dieses immer als besonders interessant und, naja, auch herausfordernd angesehen habe. Dementsprechend hatte ich bereits vor Patch 7.2 angefangen, meinen Paladin, naja, nicht zu equippen, sondern erst einmal zu leveln. Er hatte ja den Ausrüstungsstand von Siege of Orgrimmar heroisch teilweise, also damals heroisch noch. Das war am Anfang durchaus ein wenig mühsam, denn ich habe ihn durch WoD gezogen, ohne irgendwie groß was mit ihm zu machen. Er war dann Stufe 100, aber dann ging es ja weiter bis Stufe 110 und insbesondere dort die ersten Level waren sehr, sehr, nennen wir es mal, anstrengend, da man ja eben auch Heiler früher gespielt hat und nicht so viel auf sein Damage-Gear geachtet hatte, war es insbesondere von den Trinkets und auch von der Waffe her mehr oder weniger bis zur Artefaktwaffe eine große Herausforderung. Aber das betrifft eigentlich ja nur mich, denn die meisten haben wahrscheinlich eben ihre Twinks auch in WoD hochgezogen, beziehungsweise fangen eben einen Charakter neu an und sind dann nicht vor die gleichen Probleme gestellt und kümmern sich vielleicht ein bisschen um die Ausrüstung besser während der Zeit als ich. Aber mir ist sehr stark aufgefallen, dass das Leveln durchaus leicht von der Hand ging. Also klar, am Anfang, wie immer, hat es ein bisschen gedauert, die ersten 2 Level oder so, aber dann kam man selbst mit den Questbelohnungen sehr gut voran und wenn dann eben manche Questbelohnungen auch noch gepockt sind und vielleicht episch wurden, war das durchaus ein sehr leichtes Unterfangen. Dazu kam mit Patch 7.2 und aktuell ja auch noch die Invasion. Und diese Invasionen sind super, um einen Charakter zu leveln. Ich habe nur 3 Gebiete durchgespielt, Sturmheim gar nicht erst angefangen mit dem Paladin, beziehungsweise kaum. Und die Invasionen geben einem so viele Erfahrungspunkte, das ist wirklich schon enorm. Und deswegen habe ich einige von denen mitgenommen und konnte den Charakter wirklich innerhalb von kürzester Zeit dann hochziehen. Denn als Patch 7.2 rauskam, habe ich erst einmal Pause mit dem Twinken gemacht. Denn es ging ja alles wieder darum, beim Main Character, also bei meinem Magier zu absolvieren, die neuen Quests zu machen, an der verheerten Küste aktiv zu sein, Ruf zu sammeln. Deswegen blieb da einfach auch keine Zeit für mich persönlich jetzt für meinen Paladin. Und erst in den letzten Tagen, genauer gesagt, wann habe ich ihn auf 110 gezogen? Ich weiß es gar nicht mehr, am Freitag oder so, am vergangenen Freitag. Und jetzt haben wir zum Zeitpunkt der Aufnahme Montag. Da habe ich im Prinzip alles, was der Paladin jetzt hat, mehr oder weniger abgearbeitet. Das war ein Wochenende, wo ich relativ viel Zeit investiert habe und da ist mir einiges aufgefallen. Denn immer wieder und insbesondere am Anfang der Erweiterung oder auch so nach ein paar Monaten hieß es ja, dass Legion sehr, sehr twink-unfreundlich ist. Und ich hätte das damals 100%ig unterschrieben und war auch absolut der gleichen Meinung, dass eben viele Dinge, die jetzt sehr angenehm sind, damals eben noch damals, das klingt schon so lange, also vor einigen Monaten noch wesentlich aufwendiger waren. Ich möchte nicht sagen anstrengender, aber aufwendiger vom Zeitaufwand einfach her. Zum Beispiel so Dinge wie der Arkus oder Hof der Sterne. Dort musste man nicht nur mit dem Main Character die Questreihe in Suramar erledigen, sondern eben auch mit den Twinks. Das gleiche dann eben auch noch bei anderen Sachen. Zum Beispiel die Klassenhallenkampagne. Sehr essentiell, braucht man unbedingt, um den 3. Reliktslot freizuschalten. Also eine Sache, die jeder eigentlich haben möchte, egal mit welchem Charakter, dauerte damals wesentlich länger. Heute habe ich das innerhalb von 2 Tagen abgeschlossen, einfach weil die ganzen Missionen nur noch 1 Stunde, 2 Stunden am Missionstisch dauern und auch ansonsten das Ganze sehr, sehr drastisch verkürzt wurde.
Auch wie eben schon erwähnt, Prequests zum Arcus und Hof der Sterne, das entfällt, kann man natürlich machen, gibt natürlich auch noch entsprechende Belohnungen dafür, aber sie sind nicht mehr notwendig. Das gleiche auch bei Karazhan. Auch dort war ich mir am Anfang tatsächlich unschlüssig. Muss ich jetzt eigentlich die Prequests noch machen? Ich habe sie von Khadgar bekommen, aber dann haben mir meine Gildenmates gesagt, hey, nee, kein Problem, lass mal reingehen, 5er heilen. Also mythisch plus 5, kein Problem. Ich konnte einfach rein, ohne die Prequest mit dem Twink gemacht zu haben, sondern einfach, weil ich sie mit dem Main-Character gemacht habe. Das gleiche auch bei dem Artefaktwissen. Am Anfang gab es ja noch nicht diese Catch-Up-Mechanik, wie es die mittlerweile gibt. Und da man ja sehr, sehr einfach eben diesen Buchband von seinem Main-Character zum Twink schicken kann, hatte man instant mega hohes Artefaktwissen, mega hoch in Anführungszeichen, also 25 eben, konnte durch ein paar World-Quests bereits die meisten Talente aus seiner Waffe ausfüllen und mein Heal-Paladin, also mein Heal-Spec vom Paladin, vielmehr die Waffe, hat jetzt, ich glaube, den zweiten Trade von den neuen Talenten, also das Endtalent vom vorherigen war ja dieser 5% Boost und dann nochmal vom neuen der 10%ige Boost von Ausdauer und Heilung und dann der nächste Rang, also vom nächsten Talent habe ich den ersten momentan. Also auch schon einiges. Für einen Twink finde ich, ist das nicht schlecht. Man kommt da super schnell wirklich hinterher und findet Anschluss. Also mit Main habe ich natürlich ein paar Trades mehr, weil man da natürlich auch mehr Zeit investiert und mehr Artefakt macht farmt. Aber für einen Charakter, der irgendwie seit gefühlt 3 Tagen irgendwie Stufe 110 ist, dort angekommen ist, ist das auf jeden Fall schon eine beachtliche Leistung. Und man merkt ganz einfach und schnell, dass wenn man eben einen Main hat, der viele Dinge schon abgeschlossen hat, dass es mittlerweile viel einfacher ist, einen Twink nachzuequippen bzw. die verschiedenen Aktivitäten im Spiel zu bewältigen. Wenn man jetzt natürlich keinen Main-Character hat, dann muss man natürlich immer noch Pre-Quests zu Arcus und Hof der Sterne machen oder die Quest für die World-Quests abschließen oder natürlich die Pre-Quest für Karazhan abschließen. Das sind alles so Dinge, die man dann natürlich nicht hat, die einem nicht zur Verfügung stehen. Aber trotzdem, finde ich, hat sich einiges getan. Und das war auch bitter nötig, wie ich finde. Denn am Anfang waren wirklich viele von WoD, möchte ich sagen, verwöhnt. Es gab sehr viele Möglichkeiten zu twinken. Man hatte kaum irgendwie dort Probleme oder Hindernisse, um Charaktere hochzuziehen. Sondern man hat gelevelt, hatte da nicht mehr wirklich viel Endgame-Content in Anführungszeichen, die Garnison vielleicht noch, aber wenige Dinge, die wirklich nötig waren zu machen. Und dementsprechend war es meiner Meinung nach in WoD sehr einfach, Twinks hochzuziehen. Und sehr viele Leute haben dort Twinks hochgezogen, auch weil es eine Sache war, die beschäftigt hat. Denn man muss ganz ehrlich sagen, wer nur einen Charakter gespielt hat, der hat sich meistens dann am Ende auch gelangweilt, wenn man relativ viel gespielt hat. Und dementsprechend gab es sehr, sehr viele Twinks. Und Legion hat am Anfang diesen harten Schnitt, wie ich finde, gemacht, dass man eben in Legion mehr oder weniger gezwungen war, besonders am Anfang, sich auf einen Charakter stark zu fokussieren. Einfach weil die Spielwelt so viel geboten hat, so viel bietet, viel mehr als eben in WoD. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man mit seinem Main-Character eben sehr, sehr viele Dinge schon bereits abgeschlossen hat, die Welt nicht mehr so vollgestopft ist, dass man nicht mehr jede World-Quest irgendwie mitnimmt. Daher haben viele Leute jetzt auch wesentlich mehr Zeit für Twinks und ich finde, Patch 7.2 war der richtige Zeitpunkt, um die Annehmlichkeiten für Twinks reinzubringen, vielleicht aber sogar schon ein bisschen zu spät. Vielleicht wäre 7.1.5, also gegen Mitte Januar, war das Ganze ja sogar der bessere Zeitpunkt gewesen. Persönlich merke ich auf jeden Fall, dass ich aufpassen muss. Der Paladin, insbesondere das Heilen in den Instanzen, macht mir sehr viel Spaß. Ich habe es wirklich vermisst und ich merke jedes Mal so ein bisschen den Jähzorn in mir aufsteigen, wenn die doofen Damage-Dealer wieder nicht irgendwo rauslaufen, wo man hätte Schaden vermeiden können. Da brodelt es dann wieder in mir und dann wird auch schon mal der Hexer nebenan angeschnauzt, wenn er in den Vulkanen stehen bleibt bei Mythisch Plus. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall vermisst habe. Da kommt dann manchmal, da hat man so ein schönes Ventil, das Ganze auszulassen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es natürlich auch immer sehr schön zu sehen aus der Heilersicht das Ganze, denn dort merkt man wesentlich mehr, hey, wo kommt denn eigentlich Schaden rein als Damage-Dealer, denn dort ist es meistens so, ja, irgendwelche passiven Fähigkeiten von Bossen und so weiter interessieren eigentlich weiter, weil man da eh nichts gegen machen kann. Als Heiler merkt man dann wirklich sehr stark, wo denn überhaupt der ganze Schaden herkommt, während man als Damage-Dealer teilweise eben nur auf die aktiven Fähigkeiten irgendwie drauf achtet und auf passive Dinge, naja, keinen besonders großen Wert legt. Aber worauf ich aufpassen muss, was ich gemerkt habe, dass ich jetzt nicht zu viel Zeit in diesen Twink investiere,
Denn ich möchte meinen Main natürlich nicht vernachlässigen. Ich möchte nicht, dass er jetzt irgendwie die ganzen Artefakt-Macht-Worldquests liegen lässt. Ich möchte nicht, dass er an der verheerten Küste nicht mehr aktiv ist, dass er keine Kriegsvorräte mehr farmt, dass er sich nicht mehr an Aktivitäten beteiligt, um weitere Legendaries zu bekommen. Denn Stand jetzt sieht es einfach so aus, dass der Magier die Erweiterung bisher Main bleiben wird, da wir momentan keinen Bedarf an Heilern im Main-Raid haben und, naja, der Parler eben kein Main momentan ist, ihm fehlen viele Dinge und ich bin jemand, der sehr gerne immer Ruf komplettiert, muss ich sagen. Das ist keine Sache irgendwie, die man machen muss, aber es sieht einfach schön aus und dementsprechend fehlt mir da auch noch einiges. Zum Beispiel habe ich die Questreihe in Sturmheim noch gar nicht abgeschlossen. Ich habe da gerade erst angefangen. Suramar, was mir auch aufgefallen ist, wenn man dort nicht anfängt zu questen, also ich habe dort noch gar nichts erledigt gehabt, dann bekommt man auch nicht die Verkleidung. Das bedeutet, die Worldquests in Suramar selber sind dementsprechend natürlich auch noch ein bisschen, naja, schwierig, sage ich mal, im Prinzip gar nicht machbar, insbesondere wenn man mit einem Twink noch keinen besonders hohen Ausrüstungsstand hat. Ich glaube, mein Heal-Gear hat irgendwie 870 jetzt und mein Retri-Gear gerade mal 850, weil ich da mich auch nicht besonders gut drum gekümmert habe. Und das ist beim Main natürlich auch nochmal eine ganz andere Sache. Kommen wir langsam zum Ende, bevor ich zu viel von meinem Paladin erzähle. Das können wir vielleicht ja irgendwann auch mal im Stream machen oder in anderen Videos, vielleicht in einer kleinen Videoreihe, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall habe ich Bock darauf, aber wichtig für mich, nicht nur jetzt den Paladin spielen. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, ob das Twinken nun einfacher ist als am Anfang und ich würde das Ganze auf jeden Fall mit einem Ja unterschreiben und sagen, dass aktuell das Twinken sehr einfach ist, insbesondere auch das Leveln durch die Invasion. Das bedeutet, wenn man irgendwie online ist mit dem Twink und man sieht, hey, da ist eine Invasion, unbedingt mitnehmen. Es lohnt sich gigantisch groß, die ganzen Worldquests von der Invasion mitzunehmen. Dazu muss man allerdings sagen, dass man natürlich schon einen Charakter auf der maximalen Stufe haben muss, der die Worldquests freigeschaltet hat. Ansonsten ist das nicht möglich. Ist eben nur wirklich eine Sache für Twinks, soweit ich zumindest weiß. Ich glaube, es ist nur eine Sache für Twinks, nicht für alle Stufe 100 Chars, die eben in Legion ankommen. Gerne könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Ich weiß, dass es da draußen einige von euch gibt, die in WoD sehr, sehr viel getwinkt haben und sich am Anfang auch stark darüber beschwert haben, dass das Twinken in Legion sehr anstrengend, unattraktiv und beschwerlich ist. Würde mich mal interessieren, wie insbesondere diese Leute das aktuell sehen, ob sie das ähnlich sehen, dass das Twinken jetzt wesentlich einfacher ist, aber man immer noch natürlich eine gewisse Menge an Arbeit in Anführungszeichen in die Charaktere stecken muss, wo ich aber auch finde, dass das ganz normal ist und dazugehört. Wie gewohnt bedanke ich mich an dieser Stelle sehr fürs Zusehen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabasch.